Willkommen bei einer neuen Folge von Let's Trash Gabelstapler Simulator. Jawohl, ihr habt richtig gehört. So, und zwar, wie versprochen, machen wir jetzt unsere erste Mission. Und zwar haben wir jetzt folgende Auswahl, können wir aus folgenden Missionen auswählen. Die neue Lieferung. Eine neue Lieferung trifft im Lagerhaus ein. Sie haben die Aufgabe, die hereinkommende Fracht an die vorgegebenen Stellplätze zu transportieren. Dafür stehen Ihnen 30 Minuten lang der Gabelstapler RX20 zur Verfügung. Insgesamt sind 8 Paletten aus 2 LKW-Fuhren zu verladen. Gut, klingt schon mal ein bisschen mühsam. So, zweites. Ein überraschender Auftrag. Überraschend steht die kurzfristige Auslieferung von Warenbeständen an. Innerhalb von einer halben Stunde sollen Sie 8 Paletten aus den Regalen Ihres Lagers in 2 ankommende LKWs verladen. Machen Sie sich mit Hilfe des E-Staplers an die Arbeit. So, Lageroptimierung. Für die nächsten Tage kündigen sich größere Lieferungen an, um den Platz im Lager zu optimieren. Werden Sie beauftragt, eine Umstrukturierung vorzunehmen. Bringen Sie mit dem RX20 die blau eingefärbten Paletten an die roten Stellplätze. Handeln Sie schnell, es bleiben Ihnen 30 Minuten Zeit. So, was mache ich jetzt? Okay, Leute. Ich habe für alles hier 30 Minuten Zeit. Wenn ihr das Tutorial auch gesehen habt, was sagt uns das? Ja genau, und zwar in 30 Minuten werden wir das sicher nicht schaffen. Egal, okay, ich mache jetzt hier die neue Lieferung. Mission starten. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung. Das wird ein Spaß. Tja, da freue ich mich schon mit unseren RX20. Oh, was ist hier jetzt? Die Waren aus ankommenden LKWs müssen in Regalen verstaut werden. Wenn eine Palette zur Abholung bereitsteht, wird Ihre Position auf der Karte rechts oben mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Ihre eigene Position ist grün markiert. Sie erkennen die Palette auch daran, dass sie mit einem blauen Kasten umrandet ist. Holen Sie sie ab und bringen Sie sie zur rot markierten Position in ein Regal. Sobald Sie die korrekt abgestellten, sie korrekt abgestellt haben, färbt sich der rote Kasten im Regal grün. Sie müssen innerhalb von 30 Minuten 8 Paletten aus 2 LKWs ordnungsgemäßig verstauen. Okay. Was muss ich jetzt eigentlich machen? So, ich habe keine Ahnung mehr, wie das genau funktioniert hat. Welche Paletten meinen die jetzt eigentlich genau? Die hier rechts, oder wie? Tja, sie meinen wohl diese hier, oder? So, das wird jetzt ein Spaß. Weil ich nämlich keine Ahnung mehr habe, genau wie das funktioniert hat. Sie meinen doch diese Paletten, oder? Hey, ich habe eins, ich hab's geschafft! Hey, es funktioniert sogar. Und wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Da zu dem roten Punkt, oder wie? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, ich bin zu weit gefahren. Leute. So, und wohin jetzt? Hier? Ah, hier. Oh mein Gott. Okay. Okay. Kamera ist echt für den Arsch. Hey, die Tasten funktionieren wenigstens nicht so wie im Tutorial, wo nichts funktioniert hat. Das ist ja schon mal ganz gut. So, diese Kamera ist auch... Das ist auch seltsam. Okay. Ja, und wie... Hallo, du sollst da runter. Du sollst da runter. Runter. Wie lade ich denn das Ding ab hier? Ist jetzt die Frage, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding hier ablade. Das ist ein Problem. Ach Gott, dieses Spiel ist echt
Kauft's euch nicht. Kauft's euch wirklich nicht. Ist nicht zum Empfehlen. Ganz, ganz ein mieses Spiel. Bitte, wie geht denn das hier raus? Ich verstehe das nicht. Gibt's hier eine Erklärung? Irgendwie eine Hilfe oder so? Das wäre mal nicht schlecht, oder? So eine kleine Hilfe. Hilfestellung. Yes! Hey! Hey, wieso zeigt sie noch immer den roten Punkt an? Ich hab's doch abgestellt. Ja, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Muss ich jetzt alle hier abstellen, oder wie? Hä? Leute, ich kenne mich hier nicht aus. Ich kenne mich hier echt nicht aus. Ein bisschen blöd erklärt, oder? Sie haben mit dem Gabelstapler einen Unfall verursacht und die Mission wurde abgebrochen. Spinnen die? Fahren Sie bei hochgestapelter Last rückwärts, um bessere Sichtverhältnisse zu haben. Nutzen Sie auch die verschiedenen Kameraansichten, um genauer navigieren zu können. Hallo? Ja, spinnen denn die? Das können die doch nicht machen, oder? Ganz im Ernst jetzt. Was soll denn das? Das heißt, ich habe hier einen Unfall verursacht. Ist mir doch egal. Also wirklich. Also wirklich. Ganz ehrlich, das gibt's ja nicht, oder? Leider haben sie die Kommission beim Transport beschädigt. Die Mission wurde abgebrochen. Spinnen die hier? Leute, ich schwör's euch, ich spiele dieses Spiel nach diesem Let's Trash nie wieder. Nie wieder, ich schwör's euch. Das ist echt. Was ist das? Bitte. Ja, was? Ich weiß leider nicht mehr, wie man dieses Ding hier kippt. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, bitte, was ist denn da jetzt? Leute, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. Hallo? Ja, das kann's ja nicht sein, oder? Hallo? Okay, ich mache hier eine kleine Aufnahmepause und gleich sind wir wieder da. Bis dann. So, willkommen zurück bei Let's Trash Gabelstapler Simulator. Und wir starten die Mission gleich nochmal. Ich hoffe, es hängt sich jetzt in der Zwischenzeit nicht nochmal auf. Wenn doch, auch egal. Spiele ich sowieso nie wieder den Mist. Okay, dann crashen wir mal vor zu dieser Kiste. Oh. Hallo? Diese Kameraansicht ist schrecklich. Schrecklich. Okay. Hey. Wir haben es sogar geschafft. Unglaublich. Und ich sehe irgendwie nichts. Und wo müssen wir die Kiste hinbringen? Okay, das Geradeausfahren geht ja schon mal. Das war's aber danach schon. Okay, wo müssen wir denn das Ding hinbringen? Sag einmal. Das ist ja wirklich. Hier? Toll, ein Auto, was ganz ohne Fahrer fahren kann. Ist das nicht toll? Es kann ganz eigenständig ohne Fahrer fahren. Nämlich per Fernbedienung. Es ist nämlich kein Gabelstapler, es ist ein Spielzeugauto in Wirklichkeit. Okay, dann rein. Nein.
Ganz im Ernst, Leute, wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, dann lasse ich es. Ich lasse es. Ich spiele das nie wieder. Nie wieder. Nie wieder spiele ich diesen komischen Gabelstapler-Simulator. Okay. Wie soll man das in einer halben Stunde schaffen? Ich verstehe das nicht. Ganz im Ernst jetzt. Okay. Ganz im Ernst. Wie soll das gehen? Wo müssen wir das Ding denn jetzt wieder hinbringen? Ich glaube da nach rechts, oder? Oder so. Können wir da einfach nur herumfahren? Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Das würde mehr Spaß machen. Okay, hier müssen wir es hin tun. Hier. Aber der Gabelstapel ist auch schnell beschädigt, oder? Das gibt's ja normal gar nicht. Wenn ich kurz wo ankomme, dass es schon beschädigt ist. Ehrlich jetzt. Kann ich das auch so schräg reinstellen? Eigentlich. Du musst das jetzt genau so rein. Ja, geh bitte. Nein, Leute, ich glaube, ich gebe es echt auf. Einmal probiere ich es noch. Einmal. Und dann ist Schluss. Ich spiele dieses Spiel nie wieder. Nie wieder. So, aufpassen, sonst gibt es gleich wieder einen Unfall. Okay, das können wir ja schon mal. Aber das ist auch schon das Einzige, was wir können. In dem Spiel. Gut. Oh mein Gott. Schon langsam nervt's wirklich. Ganz im Ernst. Schon langsam nervt das Spiel. Nervt das Spiel. Okay, wir müssen hier irgendwo. Und wo? Hallo? Ich glaube auf der anderen Seite. Whee! Ein Auto ohne Fahrer. Was für eine tolle Erfindung. Okay. Oh, aufpassen, sonst gibt es wieder einen Unfall. Das wollen wir ja natürlich nicht. Wir wollen das ja alles sehr gewissenhaft und ordentlich machen. Jawohl. Geschafft. Und jetzt? Oder ist das nicht... Okay, ich hol mal die nächste Ladung. Egal. Egal. Ist ja ohnehin egal alles. So. Okay, das müssen wir jetzt auch dahin stellen, oder wie? Ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe nicht genau, wie das funktioniert. Müssen wir das jetzt auch da reingeben, oder wie? Ich verstehe das nicht. Das passt ja da gar nicht rein, oder? Schon wieder ein Unfall, nein! Leute, ganz im Ernst, das Spiel hat sich schon wieder aufgehängt. Ah! Leute, jetzt ist es aus. Ich schwör's euch, jetzt spiele ich das Spiel nie. Nie wieder, das war das allerletzte Mal. Und beim nächsten Mal gibt's irgendein anderes Let's Trash, aber sicher nicht mehr das da. Ich spiele nie wieder Gabelstapler-Simulator, nie wieder. Und irgendwer, der sich... Ich möchte wissen wirklich, wer sich von euch dieses Spiel kauft. Das möchte ich wirklich wissen. Wer sich dieses Spiel ernsthaft kaufen würde. Ich würde mir es nicht kaufen. Okay, ich würde sagen, in dem Sinne beenden wir diesen Part. Und wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen Let's Trash. Bis dann!